haben Hunger bekommen. Dann stehen wir mal auf. Und holen uns was zu Abendessen. 9.41 Uhr haben wir was. We got rooms and food. Drink too. I cook. Ain't much else to tell. So, dann soll uns mal zeigen, was so anzubieten hat. Take a look. Jo. Jo, das Brot, das ist doch was. So, da haben wir es gekauft. Und mit diesen Worten begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Season Unending. Wir sind eigentlich schon relativ müde, ne? Wir sollten uns vielleicht ein Bett mieten. You're that visitor been poking around. Jo. Wir sind dieser Besucher, der hier herumschnüffelt. Ganz genau, da hast du gut aufgepasst, Delphine. Sure thing. It's yours for a day. So. Und weil das Herumschnüffeln so anstrengend ist, gehen wir jetzt schlafen. Und ich denke mal, 9 Stunden sollten genügen. Und dann werden wir mal gucken, was der Tag bringen mag. Heute ist das Fest Tales and Tallows. Embry, könntest du zur Seite gehen? So, das Schöne jetzt an diesem Festtag ist, dass wir ja alles, was wir kaufen, zum halben Preis bekommen und wir kriegen. We got rooms and food, drink too. I cook. Ain't much else to tell. Wir kriegen einige Sachen sogar noch. Gratis. Und zwar die hier. Zack. Aber die müssen wir eigentlich nicht mitnehmen. Das ist ja Folterinstrumente. Sowas. Sowas haben wir nicht nötig. Und ein Schädel. Wozu brauchen wir einen Schädel? Aber wir brauchen was zu essen. Take a look. Mal gucken, was er so hat. Oh, die Äpfel nehmen wir schon mal mit. Dann verkaufen wir noch einmal hier unseren Alto-Wein. So. Dann kaufen wir noch mal hier das Brot. Und ja, den nehmen wir vorsichtshalber auch noch einmal mit, falls wir verletzt werden. Until next time. Irgendwo unterwegs. Dann können wir den nämlich nochmal einnehmen, beziehungsweise können wir den essen. Dann regeneriert der unsere Gesundheit. So, aber jetzt ist erstmal. So. Und stimmt, den hatten wir ja gar nicht gegessen. Bevor wir geschlafen gegangen sind. Naja. Jetzt haben wir immer noch, ja. Immer noch Hunger. We got rooms and food. Drink too. I cook. Let's sate that appetite, So, hat er denn noch? Ja, der hat noch was. So. All right then. Der. Meine Güte, noch ein bisschen. Was sich Jorn so alles morgens reinpfeifen kann, das ist unglaublich. Immer
immer noch durstig. So. Na endlich. Jetzt sind wir nicht mehr durstig. Och, was ist denn das für ein Wetter? Naja. So, schauen wir einmal bei Lucan vorbei. Genau, so machen wir das. Wir schauen erstmal bei Lucan vorbei, verkaufen die zwei Seelensteine. The sooner you find the claw, the sooner our lives can get back to normal. So sieht das aus. Je früher wir die Klaue finden, desto früher kann hier der Alltag wieder einkehren. Take a look. So. Hat er vielleicht hier noch... Ja. Er hat hier noch was. Einen Rucksack. Hat er vielleicht noch irgendwas? Naja, nehmen wir erstmal diesen Rucksack. Dann hat er bestimmt auch noch genau. So, haben wir das alles nochmal gekauft? Wie viele haben wir jetzt überhaupt? Wir haben ja ordentlich zugeschlagen. Das sind mal Vorräte. Das sind Vorräte, die sich sehen lassen. Aber ich glaube, wir könnten noch mehr gebrauchen. Und, ja, wir müssen auch den Rucksack ausrüsten, ne? Damit wir diesen Vorteil der 50 Punkte nutzen können. Alvor! Whatever you need. Buy Ysmir if it's simple and strong. I can forge it. Das glauben wir ihm gerne, dass er hier alles Mögliche schmieden kann, solange es nur einfach und stark ist. So. Darauf wollen wir aber gar nicht hinaus. Was hat er denn überhaupt zu verkaufen? Take a look. Vielleicht hat er ja ein Schwert. Ein einfaches Eisenschwert. Aber nee, er hat nur so ein Klöppel. Das ist nicht so toll. Aber sonst könnten wir auch den hier nehmen, nur... Die sind schwer, die sind langsam, die brauchen sehr viel Ausdauer. Und so viel Ausdauer haben wir nun auch wieder nicht. Deswegen lassen wir das mal lieber. Good day. Genau. Und, wir hatten noch hier ein paar Zutaten. Haben die vielleicht noch eine Todesglockenblume? Haben die das noch hier im Inn? Das machen wir nochmal schnell. Wupp. We got rooms and food. Drink too. I cook. Ain't much else to tell. Let's sate that appetite, hm? So. Hat er? Nee, hat er nicht. Er hat keine Todesglockenblume. Dann ist auch nicht ganz so tragisch. Dann machen wir eben nur einen Trank. Und zwar ist das nämlich ein Gift, was wir machen wollen. Und zwar aus Todesglockenblume und Wolfsklauen. Der Effekt ist zurzeit noch unbekannt, aber der ist sehr viel wert. Der verlangsamt nämlich unser Ziel und macht es noch anfällig gegen Gifte.
ein Gift, welches extrem viel wert ist. 244 Septime, zurzeit mit unserer jetzigen Alchemiefertigkeit. Und es wird bestimmt noch sehr viel mehr wert, wenn Alchemie noch besser werden. So, haben wir jetzt irgendwie... Natürlich hatten wir noch ein bisschen Hunger, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir gehen jetzt erstmal nach Weißlauf. Und da rüsten wir erstmal noch unseren Bogen aus. Hier mit unseren Stahlpfeilen natürlich. Auch wenn es nicht so viele sind. So, dann gehen wir nach Weißlauf und werden uns da mal ein bisschen umsehen. Nach weiteren Tränken. Denn wir wollen ja noch ins Bleak Falls Barrow. Und da brauchen wir unbedingt Tränke. Denn was da auf uns wartet, das wird mit ziemlicher Sicherheit sehr, sehr schwer. Und je mehr Tränke wir haben, je besser wir uns darauf vorbereiten, desto größer sind unsere Chancen, dass wir das auch überleben. Und ein Level-Up könnte auch nicht schaden. Dazu brauchen wir aber auch erst Punkte. Und so ein Schwert wäre eigentlich auch schön. Vor allem jetzt, wo wir es natürlich auch anständig tragen können. Da würde sich so ein Schwert lohnen. So, einmal einen kleinen... Schnell speichern, einen kleinen Quicksave machen. Und da müssen wir einmal aufpassen, dass hier niemand versucht, uns zu überfallen. Schauen einmal besser nach. Aber nee, sieht nicht so aus. Ich habe das hier nämlich schon einmal versucht, beziehungsweise mehrmals versucht. Beim ersten Mal waren wir noch im... Oh. Nicht gut. Wo ist sie? Da. Ah. Gibt's doch nicht. Können wir dem entkommen? Ein Assassine. Where are you? Found you. I am staying out of this. Oh. Ah. Okay, okay. Okay, okay. Wir müssen uns davon schleichen. Assassin. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Okay.
Dann sollten wir vielleicht jetzt einmal ein bisschen Zahn zulegen. Uns ein klein wenig sputen. Und dann auf nach Weißlauf. Und wir haben überhaupt nicht unseren Umhang dabei. Und unsere Mütze. So. Und es scheint so, als wenn jetzt ein bisschen die Sonne durchkommt. Das Wetter klart auf. So. Und dann fragen wir mal kurz hier. Adrian. Hat die vielleicht ein Eisenschwert? You're someone who can get things done. I like that. The finest weapons and armor. Ja. Oh, das ist herrlich. Sie hat ein Eisenschwert. Das nehmen wir mal ab. Und geben ihr dafür den Stahldolch. Don't forget to check inside the shop if you need anything. Hm. So, und dann laufen wir nochmal fix zu Arcadia. What brings you to the market? I'm here to buy food, Nazim. I suppose you don't need to worry about that. Owning a farm does have its advantages. Hm. So, und dann schauen wir mal hier. Take a good look around. I'm sure you'll find what you're looking for. If not, let me know. I might have it stored away. Hm. Fragen wir sie doch erstmal, ob sie hier noch ein bisschen von diesem, ob sie uns das hier verkaufen möchte. You look rather pale. Could be ataxia. It's quite a problem back home in Cyrodiil. So you're interested in my potions and ingredients? Na also. Die ist nämlich auch sehr günstig. 5 Septime. Da nehmen wir gleich einfach alle. Alle drei. Come back anytime if you need a remedy. Sollten wir dann nämlich auf einen Wolf stoßen und von dem diese Wolfsklauen bekommen. If there's anything I can help you with, you have but to ask. Dann können wir gleich wieder solche Tränke hier machen. So. You look rather pale. Could be ataxia. It's quite a problem back home in Cyrodiil. So you're interested in my potions and ingredients? Genau, und jetzt verkaufen wir die beiden Tränke hier nämlich. Die bringen sowas von viel Geld, das ist unglaublich. Stamina, da haben wir sie. Die brauchen wir nämlich. Ausdauertränke. Come back anytime if you need a remedy. I sell cures for all ills, and I'll be happy. Wollt ihr uns mal wieder vollreden hier? 2400 Punkte. Mal gucken, was wir denn dafür so bekommen. Vielleicht Alchemie? Gerade mal ein Level. Naja. Schleichen wäre noch was Gutes.
Aber Speechcraft, das wäre eigentlich noch das allerbeste, was wir hier haben können. Aber da brauchen wir richtig viele Punkte. Wir könnten uns noch mal ein paar neue Pfeile holen. Kralia, do you ever deal with the Khajiit at all? I'm sure they would love to trade in your husband's steel. Plenty of people here need your lunch packs. So. Take a good look around. I'm sure you'll find what you're looking for. If not, let me know. I might have it stored away. Ah, hello, my Nord friend. In the market for some hunting supplies? An archer, eh? I've got just what you need. Dann schauen wir doch mal, was für Pfeile er hier hat. Normale Eisenpfeile. Die kosten jetzt natürlich nur einen Septim. Aber nee, wir suchen was Besseres. Stahlpfeile. Nee, wir nehmen die orkischen. Davon holen wir uns 11 Stück. So. Und haben wir irgendwie noch was? Haben wir noch was? Oh, die könnten wir verkaufen. Das machen wir aber nicht. Das machen wir nicht. Obwohl. Nee. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir wirklich nicht. Thank you very much for your business. Dann gehen wir mal wieder raus und schauen uns nochmal die Punkte an. 2500. Knapp 2600. Ich würde mal sagen, wir setzen uns kurz hier oben hin. No, so. Und dann müssen wir nochmal nachgucken. Wir haben jetzt ein Schwert. Wir haben einen Rucksack. Wir haben Rüstung. Wir haben viele, viele Tränke. Den hier könnten wir nochmal auskochen. Das Wasser hier drin. Sonst werden wir noch krank davon. Und dann sollten wir uns vielleicht nochmal aufmachen, ein paar Wölfe töten. Dann können wir hier raus nämlich nochmal ein paar von diesen Giften herstellen. Und dafür dann natürlich ordentlich Septime abkassieren. Das wäre ja noch was. Dann kriegen wir ordentlich viel Geld für diese Tränke. Das wäre doch was. Müssen wir nur einmal irgendwo diese... Oh. Jetzt sind wir wieder aufgestanden. Müssen wir nur irgendwo Wölfe finden. Das könnte eine schwierige Angelegenheit werden. Hier werden wir doch irgendwo was finden in der weiten Tundra von Weißlauf. Findet sich doch immer etwas. Es wäre ja ein Ding der Unmöglichkeit, wenn wir da nicht irgendwas finden würden. Wenn wir da nicht irgendwo Wölfe finden würden.
werde auch gelacht. So, dann hüpfen wir hier einmal hoch. Hopp. Und, hopp. Und dann halten wir Augen und Ohren offen. Stahlpfeile? Nee. Die guten Stahlpfeile, die sparen wir uns. Genauso die orkischen. Wir nehmen jetzt erstmal die Enskever. Nein! Da haben wir. Ja, lauf nur weg. Lauf nur weg. So. Oh. So. Hier hängt doch noch unser Pfeil irgendwo. Da. Den nehmen wir natürlich wieder mit. Nehmen wir nochmal einen Trank und schauen weiter. Muss doch irgendwo ein Wolf sein. Da hinten ist ein Banditenlager. Das werden wir jetzt aber nicht überfallen. Oh. Falsche Taste gedrückt. Wir haben Hunger. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir nichts mehr zu essen haben. Außer diesen Hunde-Eintopf, den wir aber auch wegen seiner... Ja, Wirkung, ne, diese Heilen. Wegen dem haben wir den ja uns gekauft. Nicht um damit irgendwie, nicht um den einfach nur zu essen. Muss es doch irgendwo einen Wolf geben. Meine Güte. Hier gibt's keine Wölfe, das ist doch wohl...
Boah, der erwischt uns hier. Na gut, jetzt sollten wir den einmal nehmen und einen hiervon. Okay, wir haben ihn. Ach, der hat uns jetzt aber auch überrascht. Meine Güte. Aber einen Wolf haben wir hier nicht, ne? Mensch, wir brauchen doch einen Wolf für diesen Trank. Und jetzt haben wir hier keine, oder wie? Och. Das ist blöd. Nee, hier ist wirklich nirgendwo ein Wolf zu finden. Ach, und ich war so optimistisch. Aber wer weiß, vielleicht sind da hinten noch welche. Gehen wir aber nur dran vorbei. Wenn wir was sehen, dann ist ja gut, aber sonst nicht. Hm? Kann man da was sehen? Wir gehen in den Kampf. Ja, wo denn? Ich habe da hinten irgendwas gesehen. Was machst du denn hier, du Elch? Hm? Ja, ganz richtig. Lauf weg. Will die jetzt eigentlich? Das glaube ich jetzt nicht. Die Wache kommt hierher, um uns zu helfen. Wegen diesem Elch. Oder? Oh. Ein Waldgeist.
Okay, da kommt schon der zweite. Die zweite Stadtwache. Wir haben keine Ausdauer. Wir machen keinen Schaden. Das sah schick aus. Wenn diese Blätter so wegfliegen, das sieht richtig schön aus. So. Zweiglingssaft. Aha. Ja, warum so ein Zweigling hier bluten kann, das liegt einfach an der Mod. Das sollte eigentlich so gar nicht sein. Aber die Mod kann das halt nicht unterscheiden, ne? Da kann alles bluten. Skelette. Drauger. Das ist halt so. Naja, laufen wir mal nach Weißlauf zurück. Wer kaufen diese ganzen Skiver-Dinger? Vielleicht können wir daraus ja nochmal einen Trank brauen oder so. Und, vor allem sollten wir das hier nochmal auskochen und uns nochmal was zu essen holen. Hm? No offense, but you're not looking so good. Are you feeling ill? Eigentlich jetzt nicht so, ne? Oh, a bit of this and a bit of that. Also wir fühlen uns eigentlich nicht wirklich krank, aber wir können ja mal gleich nachsehen. Verkaufen ihm jetzt erstmal das. Daraus lässt sich doch bestimmt noch irgendwas machen. Good hunting. Ach. Mhm. Naja, aber wir hatten doch hier genau. Potion of Cure Disease. So, dann nehmen wir die mal. So, dann gehen wir mal hier rein. Let me know if you see anything you like. Und dann wurscheln wir hier nochmal ein bisschen mit den Zutaten herum. If there's anything I can help you with, you have but to ask. Ach so, das beides macht's. Ja, dann machen wir das mal. Schön. I offer remedies for ailments both
Dann hätten wir das schon mal und dann haben wir noch die hier und kleine Knochen. Da können wir doch bestimmt irgendwas draus basteln. Genau die hier nämlich. Diese Knochenringe. Treat yourself and your kin to a choice cut of steak or a tender rack of ribs. Oder gibt's hier noch irgendwas? Nee. Bits and baubles for sale. All crafted by the best blacksmith. Oh, dann machen wir die hier, ne? Das Problem hierbei ist natürlich jetzt, dass das Zeit verbraucht. Treat yourself and your kin to a choice cut of steak or a tender rack of ribs. All I can think about is my son. My Thorold. They say that he was killed, but I know better. I know my son is alive. Those battle-born, they're in with the Imperials. They know it too. And yet they lie to my very face. Ja, eigentlich wollten wir jetzt was verkaufen, aber okay. Dann kommen wir darauf mal später irgendwann zurück. You take care of yourself now. Ja. Dann müssen wir wohl nach Bellathor. No? The finest cuts. Let me know if you see anything you like. Oh, er ist heute mal ein bisschen entspannter. Bestimmt schreit er uns gleich wieder an. Everything's for sale, my friend. Everything. If I had a sister, I'd sell her in a second. Hab ich's doch gewusst. Trinkets, odds and ends, that sort of thing. Genau, den verkaufen wir. Und diesen Pelz. Zack. Und das wär's dann auch. Do come back. Alles andere machen wir jetzt noch über dieses eine Scrimshaw-Menü. Ja, so hieß das doch. Ja. Und ich denke mal, da machen wir noch ein paar. Ja, wo? Können wir hier vielleicht noch was anderes? Bits and baubles for sale. All crafted by the best blacksmith in Skyrim. Tired of bread and stew? Had enough of fish and fowl? Treat yourself and your kin to a choice cut of steak or a tender rack of ribs. Ja, dann jetzt ist dunkel geworden. Okay, dann gehen wir mal ins Gasthaus. Come on in. Just stoke the fire. Take a seat and get the cold out. If it's work you need, how about chopping up some wood for the fires? Drink for the thirsty, food for the hungry. Ja, wir können wirklich ein bisschen Holz hier noch hacken und ihr das verkaufen. Das geht. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir brauchen... Och, schön. Das nehmen wir und... Of course. So. Können wir das hier noch irgendwo... Ach, da. Of course. Hm? Need anything else? Just let me know. Ja. I enjoy this work well enough, but I'm ready to retire. I've been thinking of selling the inn to Isolde. Anyway, what do you need? Da ist es doch. Wir brauchen ja noch ein Bett, ne? Wenn wir hier schlafen wollen. Sure thing. It's yours for a day.
I'll show you to your room, right this way. Huh? Ja, das kennen wir doch eigentlich. Einmal hier hoch. Ah, jetzt. Ach, okay, dann soll sie halt da unten stehen bleiben. Ich habe das Gefühl, sie ist jetzt hier hochgegangen. Hab ich's doch gewusst. What can I get you? Aber, dass du hier vielleicht einmal reinläufst und deinen Satz sagst? Let me know if there's anything else you need. Na, also, danke. So. Ja, und dann machen wir nochmal ein kleines Nickerchen. Nicht allzu lang. 5 Stunden sollte reichen erstmal. So, genau. Und dann machen wir nämlich noch einmal hier diese. So, jetzt brauchen wir aber auch wirklich was zu essen. Und zu trinken. I enjoy this work well enough, but I'm ready. Take a look. Ja, das dauert immer so lange, was sie uns hier erzählen. So, jetzt haben wir zwar ein bisschen zu viel gegessen, aber jetzt rennen wir einmal hier hinten hin. Sadia, wake up, dear. Yes, Mom. So. You want a drink? Mhm. Now, please. If it's depends. Are you thirsty? Hungry? Both. So, und da fragen wir sie doch noch einmal nach irgendwas ganz Günstigem. So. Einmal schön nach Preis sortieren. Und ja, der und so. If there's nothing else, I... So, denn das wollen wir ja jetzt endlich mal hier fertig machen. Ah, 2 haben wir davon noch. Gut. So. Jo, das sieht doch gut aus. Auch wenn er immer so rumschreit, aber wir gehen jetzt noch einmal hier zu Bellator. Und warum ist der geschlossen? Warum hat er seinen Laden abgeschlossen? Warum hat er seinen Laden abgeschlossen? Es ist ein. I'm here to buy food, Nazim. I suppose you don't need to worry about that. Owning a farm does have its advantages. Bits and baubles for sale. All crafted by the. Läuft er hier vielleicht irgendwo rum? Oh. Hey, Lator, wo bist du? Tired of bread and stew. Had enough of fish and fowl.
Also hier ist er nicht. Irgendwie. Meine Güte. Warum ist denn sein Laden abgeschlossen? Der macht doch Verluste. Dem fehlen doch die Einnahmen. Wie viele von diesen Ringen haben wir jetzt eigentlich? Ja, insgesamt halt 7 Stück, ne? Gut. Oder? Ja. Jupp, das ist alles. In Ordnung. Müssen wir das doch irgendwo noch verkaufen können? Ach, wenn wir das hier nicht verkaufen können, dann suchen wir uns halt irgendwo anders. Einen Ort, wo wir das machen können. Vielleicht ist hier vorne eine Khajiit-Karawane. Ja. Ach, na, das ist aber ein glücklicher Zufall. Welcome. If I cannot serve you, I am sure that one of my other traders can do so. Take a look. So, und damit hätten wir die auch wieder verkauft. Hat er vielleicht noch Magicka hat er. Potion of Stamina. Das ist aber auch schon wieder so teuer jetzt. Nee, dann lassen wir das. May your road lead you to warm sands. Tools, wares and weapons. All for sale at fair prices. So, ein paar Punkte brauchen wir noch. Aber wir sind schon mal ein ganzes Stück weitergekommen. Haben auch nochmal ordentlich, Tränke gekauft und Geld verdient dabei. Schon mal ein Teil unserer Vorbereitung abgeschlossen. Wie viele Ausdauer-Potions hatten wir jetzt? 4. Okay. Oh, das wird ja wohl reichen. Zur Not müssen wir halt auch einfach so warten. Das wäre ja auch nicht das Drama. Das einzige Drama wäre dann, dass wir Hunger bekommen. Aber auch das kriegen wir irgendwie geregelt. Aber irgendwie stört mich das schon, dass wir jetzt keine Wölfe gefunden haben hier. Vielleicht entdecken wir ja jetzt noch einen irgendwo. Das wär's doch. Vielleicht, wenn wir hier hochlaufen. Vielleicht ist er ja was. Man weiß ja nie. Ein Trupp kaiserlicher Soldaten. Okay. Und er hat ganz die Ruhe weg. Ob er vielleicht immer noch dieser Assassine ist? Hoffen wir mal nicht. Ja.
Aber ich glaube nicht, nee. Na gut, dann laufen wir mal ein bisschen weiter. Hier ist jetzt nicht großartig was zum Töten. Naja. So, wie viele Punkte brauchten wir jetzt noch für diesen einen Speechcraft-Skill, oder? Nee, ich hab was Besseres. Ich weiß, was, ich hab eine bessere Rede. Wir nehmen Alchemie. So. 8 Punkte übrig, jo. Schön, nur noch ein kleines bisschen, bis wir das Level up haben. Das ist doch wunderbar. Das ist wunderbar und ich würde mal sagen, wir setzen uns hier hin. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Wenn wir Season Unending spielen. Unserem Skyrim Roleplay. Ich sage Tschüss und bis dann.